Nun das Video, Juni 2020. Was passiert in diesem Monat? Auf was können wir uns freuen? Wo sollen wir uns noch vorbereiten? Ich mache dieses Video genau am 26. Mai 2020 und es ist eigentlich eh schon sehr früh, dieses schon für den Juni zu präsentieren. Aber heute darf ich und somit beginne ich mit diesem Aufruf. Der Juni steht für den Aufruf. Aufruf in ein unbekanntes Leben, in eine unbekannte Energie, in eine unbekannte Persönlichkeit. Es ist wie wenn dein Leben neu beginnt. Und all dieses, was sich nun seit März in dir vorbereitet hat, all dieses, was du seit März, weil dort eigentlich das Jahr so richtig begonnen hat, Jänner, Februar, ist noch dieses Loslassen passiert. Alles, was sich letztes Jahr vorbereitet hat, durfte Januar und Februar 2020 noch losgelassen werden. Und der März hat dann so richtig die Ankunft dieser neuen Energie beschert. Und wir wissen ja, wie es gelaufen ist oder wie es läuft. Und nun geht der Juni mit raschen, rasanten Schritten in diese neue Phase. Aufruf zum erwachten Menschen. Aufruf zum erwachten Sein. Und genau dieses wird der Monat Juni sein. Für den einen noch einmal brenzlig, weil die körperlichen Symptome sich manchmal wieder aufbäumen wollen. Aber mehr denn je, außer dieser leichten Welle, wie ich schon einmal gesagt habe, diese Influenza-Welle, die sich immer wieder zeigen wird, immer wieder die kuriosesten Symptome hervorruft. Aber es gehört noch dazu. Ich habe gerade gestern wieder erlebt, wenn ich mitten unter Menschen bin, die ich eigentlich beinahe nicht mehr gewohnt bin, dann bekomme ich körperlich noch Mühe. Und ich merke, wie gut dieses Zuhausebleiben, dieses in der Homeoffice arbeiten zu dürfen, mir gut tut. Ich möchte momentan, so gut es geht, bis zum 2. Juni diesen Kontakt zu der Menge von Menschen vermeiden, weil ich merke, mein Körper braucht es noch. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann lasse ich ganz bewusst diese Energie wie eine Koppel um mich herum, damit ich weiß, dass diese Energie mich nicht, wie soll ich es erklären, umhaut, damit sie noch angenehm für mich ist. Und darum ist es so unglaublich wichtig, dass wir im Juni jede Türe wieder öffnen, uns wieder lebendig fühlen dürfen. Und es geht darum, den Krawall zu vermeiden. Ein Aufruf wird ganz still geschehen, in dir. Und es geschieht von einem Moment zum anderen. Ich werde heute erstmaligs vom Nullpunkt sprechen. Nullpunkt bedeutet, dass du durch den Reset eine der größten Aktionen in deinem bisherigen Leben erfahren wirst, erfahren hast. Aber dieses Erfahren hast geschieht erst. Es ist etwas, was erst hervorkommt, weil wir genau diese Energieanpassung noch benötigt haben. Und dann, wenn der Juni so in der Mitte steht, wird in uns mehr denn je klar, wir erwachen. Und es geschieht jeden Moment. Geschieht dann vom 20. bis zum 23. Juni dann so richtig. Wir haben dann 3 Tage, ganz außergewöhnliche Tage, und jeder wird es doch auf seine Art und Weise annehmen, fühlen dürfen. Aber es bedeutet, es sind die sogenannten Nulltage. Was immer dieses bedeutet, wir werden es erleben. Und wir werden den 1. Juni ganz speziell erleben, weil es die große Vorbereitung einläutet, weil denn dann der nächste Tag, der 2. Juni, die Türen eigentlich geöffnet werden. Diese geistigen Türen zu der neuen Bewusstseinsebene. Wir werden auf einmal in dieser fünften Dimension landen dürfen. Diese fünfte Dimension, die alles verändern wird. Wirklich alles. Und dieses können wir uns noch gar nicht vorstellen, weil wir dort noch nicht sind. Ich habe gestern oder vorgestern gebeten, oder es wurde gebeten, dass ihr euch mit Celestine verbindet. Celestine ist die Zukunftsenergie. Celestine ist eine bewusstseinsverändernde Energie. Ich durfte im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, durfte ich eine kleine Gruppe mit dieser Celestine-Energie schon vorbereiten, nur damit ich später dann wirklich mit mehr Menschen arbeiten kann. Und ich muss immer wieder erklären, diese Energie ist bezaubernd, ist hell, ist strahlend und lässt alle Probleme einfach los. Und dieses ist auch dieses Null-Reset. Einfach loslassen, neu beginnen. Aber manchmal ist dieses Neubeginnen noch ein wenig
brenzlig, weil wir selbst kennen nicht diese Leichtigkeit. Wir sind in Schuld geboren, über unser Mutterkomplex, über unseren Vaterkomplex, über unsere Generationen zurück. Und jetzt auf einmal soll es leicht werden. Und unsere Körper beginnen sich zu wehren, weil sie diesen Kampf gewohnt sind. Unsere Körper beginnen sich zu wehren, weil sie dieses nicht kennen, dieses einfach nur loszulassen. Und genau dieses wird noch einige Jahre so gehen, bis sich wirklich diese neue Bewusstseinsform auf unserer Welt gebildet hat. Aber Beginn ist der 2. Juni 2020. Ein Aufruf, ein Weckruf, ein Nullpunkt, was nun hervorkommt. Es wird einige Menschen erstaunen, wie schnell sich eine Lösung präsentiert. Es wird viele erstaunen, wie groß noch einmal dieses Aufbegehren wird. Weil die Menschen wollen nicht Frieden. Sie wollen hetzen. Sie wollen weiter so machen, wie es bisher war. Nur dieses Mal ist es nicht mehr möglich. Ich durfte vorgestern Nacht ein ganz interessantes Gespräch mit Ben führen. Und er sagte, Margit, weißt du, der freie Wille hat euch hierhin gebracht, wo ihr jetzt seid. Und nun ist der freie Wille bald vorbei. Aber über dieses werde ich ab August dann so richtig sprechen. Was dann alles geschieht, ist interessant. Ich selbst bin begeistert, aber es wird unglaublich viel verändern. Der Juni ist der Aufruf zu einem perfekteren, was nicht unbedingt vielleicht unser Bild vom Perfekt ist, aber es ist der Aufruf in ein perfekteres Leben. Wenn wir uns in den Flow stellen, in den großen Kanal, wenn wir täglich das tun, was es uns zeigt, weil wir versuchen, die Balance zwischen Himmel und Erde zu bekommen, dann sind wir allerbestens unterwegs. Und unsere Körper werden sich wieder lernen, auf die neue Energie zu erden. Es braucht nur noch ein wenig Zeit. Der Juni ist der Vorspann für den August. Dieser wird dann wirklich brenzlig. Aber über dieses erzähle ich, wenn es soweit ist. Der Juni steht im Aufruf, im Aufwachen, in der Nullpunkt-Energie. Und ich werde hoffentlich noch ganz viel darüber sprechen. In diesem Sinne, der Juni soll dich wecken mit dem, was du sein darfst. In diesem Sinne, hab's fein.